Wir haben 18 Positivbefunde zurzeit in der Stadt Cottbus. Wir haben derzeit Stand heute Morgen noch 680 Patienten und werden sukzessive über die Woche alle Patienten entlassen, die wir entlassen können. Auf der Linie 1 wird gar keine Straßenbahn fahren. Da wird der Ersatzverkehr zwischen Möwitz-Anger und der Stadthalle im 30-Minuten-Takt verkehren. Ja, meine Damen und Herren, ob man alle Fragen so beantworten kann, wie sie gestellt werden, das wird sich zeigen. Zur aktuellen Lage, wir haben 18 Positivbefunde zurzeit in der Stadt Cottbus. Wir haben 130 Menschen, die in Quarantäne sich befinden. Das ist ein dynamischer Prozess, muss ich immer wieder sagen. Das wird sich sicherlich auch noch heute im Laufe des Tages ändern, was Quarantäne betrifft. Wir haben zum Glück noch keine Todesfälle in der Stadt. Und was die Verlaufsformen betrifft, haben wir auch noch nicht so ganz schwere Verlaufsformen. Ich will Sie insbesondere darüber in Kenntnis setzen, weil Sie das, glaube ich, auch sehr interessiert. Wie ist denn das weitergegangen mit dem Thema Notkita und Schulschließungen? Wir haben ja am Montag dazu im CTK, Dr. Brodermann war dabei, das war auch gut so, haben wir gute Ausführungen vom CTK gehört, aber auch von der GWC, dort die ganzen Kritis, also die kritischen Infrastrukturbetriebe gehabt und die Träger von Kitas und Schuleinrichtungen. Und haben dort erstmal das Thema vorgestellt, was ist denn mit den Allgemeinverfügungen? Was bedeutet denn das? Wir haben sehr viele Fragen bekommen und sind dann seit gestern Mittag, kurz sagen wir mal so vielleicht 11.30 Uhr, an den Start gegangen mit einer Taskforce Kritis. Das sind drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Feuerwehr sitzen und Fragen beantworten. Und diese Fragen, die dort sozusagen gestellt wurden und wo man auch die Anforderungen bekommt als Arbeitgeber für einen Notfall-Kita-Platz, sind insofern ausgegangen, dass es momentan die Anforderung von etwa 155 Plätzen gibt, maximal 200. Das sage ich so genau, weil wir davon ausgehen müssen, bei 7.500 Kita-Plätzen zum Beispiel und deutlich unter 10% zu landen. Ansonsten macht das Thema epidemiologisch gar keinen Sinn. Wir haben aber hier sehr gut gearbeitet und wir werden dort eine Zahl von Kita-Plätzen haben, die unserem Ansinnen sozusagen Folge leistet. Dann haben wir gestern den ganzen Tag gewartet auf das Thema Rechtsverordnung des Landes. Wir hatten fast schon kurzzeitig überlegt, selber eine zu machen, aber dann hat sich das überschnitten, kam die Nachricht, da kam die Pressemitteilung des Landes, das, was in etwa beinhaltet, diese Rechtsverordnung, die kam dann allerdings gestern sehr spät. Sie ist unterzeichnet worden dann noch von Frau Nonnenmacher, zuständigen Ministerin, und heute ist sie in Kraft getreten. Wir werden sie auch verlinken, wir werden sie einstellen. Man kann sich das angucken, ich kann Ihnen das jetzt nicht alles vortragen. Da ist aber geregelt, wer was mit seinem Unternehmen, mit seinem Gewerbe, mit seiner Versammlung machen darf und wer das nicht machen darf und wer etwas machen darf unter bestimmten Voraussetzungen. Wir haben, das will ich noch sagen, dort eine Zahl drin, die hatten wir bisher noch nicht, die heißt 50, was Versammlungen betrifft. Über 50 sind im Wesentlichen diese Dinge verboten. Es gibt Sonderregelungen. Aber unter 50, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, muss der Veranstalter solcher Versammlungen Listen führen, wo erfasst wird, wer dort dabei war. Die Listen müssen 4 Wochen aufbewahrt werden, um im Falle einer Infektion oder eines Befundes danach noch nachvollziehen zu können, wer war dann alles dabei. Also, das sind relativ einschneidende Maßnahmen, die jetzt auch nochmal auf unser gesellschaftliches Leben zukommen, auf Gaststätten, auf alles, was man sich vorstellen kann im Moment. Aber wie gesagt, da würde ich Sie auch bitten, da mal reinzugucken. Da werden uns Fragen erreichen, da werden uns auch Hoteliers, Gaststättenbesitzer, Clubbetreiber fragen, was sind wir denn eigentlich da im Rahmen dieser Verordnung? Aber ich hoffe und da bitte ich auch darum, sich da wirklich kritisch mit auseinanderzusetzen. Alles können wir auch nicht beantworten. Jeder muss da sehr, sehr selbstkritisch mit umgehen und gucken, wer bin ich, was darf ich und was darf ich halt nicht. Das von mir. Ich habe eine Frage. Ja. Wir waren jetzt mal gerade in der Strömkuppen. Es ist noch sehr unterschiedlich bei den Geschäftsinhabern, wer macht auf, wer macht nicht auf. Eine Frau in so einem Klamottenladen wusste gar nicht so richtig, wie was. O2 hat zu, Vodafone hat auf. Gibt es Ihrerseits jetzt irgendwie Kontrollen? Wir werden Kontrollen machen müssen. Das sieht diese Verordnung auch vor. Ich sage Ihnen aber ganz ehrlich, wir werden das flächendeckend gar nicht hinbekommen. Wir machen das stichpunktartig mit Polizei, Ordnungsamt. Und dadurch, dass jetzt einige noch aufhaben, da sehen Sie ja, diese Unsicherheit liegt darin, dass diese Rechtsverordnung noch nicht früh genug an den Start kam. Die wird jetzt bekannt sein und dann werden sich einige, dann, die müssen sich so verhalten. Ich bin ja
gestern schon gefragt worden. Und das, einige haben gesagt, solange eine Rechtsverordnung nicht da ist, machen wir nichts. Andere haben gesagt, Moment mal, das wird so kommen, wir stellen uns schon darauf ein. Also da sieht man schon mal, wer geht sehr kritisch und solidarisch und verantwortungsbewusst mit der Situation um. Ja. Gestern konnte ich nur sagen, es wird so kommen, richtet euch darauf ein. Einige haben heute gleich geschlossen, andere haben es anders gelebt. Die sind sogar relativ hoch, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist ja gar nicht jetzt das Ziel, Menschen zu bestrafen. Wir sind alle bestraft genug durch diese Situation. Und dann, ich habe das mitbekommen von anderen Kommunen, die sind dann einfach vorbeigegangen, haben gesagt, Leute, haltet euch dran, das hat diesen oder jenen Hintergrund. Ich kann den ja noch mal sagen, aber das weiß ja jeder, was wir erreichen wollen mit unseren Maßnahmen. Wir wollen eben dafür sorgen, dass wir nicht so einen großen Peak kriegen, dass nicht das Gesundheitssystem zusammenbricht, dass die Intensivstationen möglicherweise, wenn das Patienten sind, das noch leisten können. Und dann, das kann man nur hinkriegen, wenn man sich distanziert, wenn man sich entsprechend verhält, so wie das dort gefordert ist. Die Maßnahmen, das ist interessant. Also das werden wir sukzessive machen. Also eigentlich müssten wir ja sofort losmarschieren. Aber wir müssen uns ordnen und aufstellen und das organisieren. Ja. Nochmal zur Kita- und Hauptbetreuung, um das Verständnis mal klar zu machen. Greift die Notbetreuung nur, wenn beide Eltern in so kritischen Einrichtungen sind? Weil wir hatten jetzt den Fall, sie ist Krankenschwester, die Mutti, dann selbstständiger Handwerker, kann natürlich auch nicht loslassen, wie ist es dann? Also normalerweise greift es nur, wenn beide in Kritisbereichen tätig sind, wobei natürlich die Rechtsverordnung auch sagt, Handwerker können auch arbeiten. Da muss man auch ganz einfach an diese familiäre Situation appellieren und gucken, wie könnt ihr euch da reinteilen. Ja, wir am Ende des Tages, und das ist wirklich so, und ich bin froh, dass wir nicht in die Situation momentan kommen, hätte dann unser Kritisteam im Verwaltungsstab festgelegt, wie viel brauchen wir und wer kommt nicht da rein? Weil wir ganz einfach sonst eine Maßnahme hätten, wenn die über 10% geht, hat das keinen Sinn. Selbst 10% ist schon schlecht von den Kita-Plätzen. Dann macht diese Maßnahme epidemiologisch, Dr. Bodermann kann das noch besser erklären als ich, überhaupt keinen Sinn. Und deswegen müssen wir da sehr stringent und sehr hart vorgehen. Und das war auch gut so, dass wir gleich so gestartet sind. Deswegen haben wir nämlich diese Zahl, die wir jetzt haben, mit der wir gut umgehen können. Also da muss, wenn so ein Fall ist, selbst wenn der Handwerker, Krankenschwester, ich würde sagen, Krankenschwester hat Vorrang, die brauchen wir jetzt unbedingt. Und Handwerker muss sehen, wie das läuft. Die müssen sich da familiär ein bisschen, jeder muss jetzt Verantwortung übernehmen. Alleine als Stab schaffen wir das nicht, alleine das CTK schafft das auch nicht. Wir müssen alle zusammenstehen und uns jetzt dort unterstützen. Andere Verständnisfrage, warum Gaststätten nur bis 18 Uhr, Friseure dürfen aber weiterarbeiten? Ja, also 18, also Friseure, ich weiß nicht, die sind, wie lange sind die offen, weiß ich nicht, vielleicht 18 Uhr auch zu, aber Gaststätten ist ja, also die normale Essensversorgung, Frühstück, Mittagbrot, Abendbrot soll gewährleistet sein. Nach 18 Uhr beginnt ja noch was anderes in den Lokalitäten. Da beginnt ja geselliges Beisammensein, da beginnt ja dann auch das, was man in normalen Zeiten gern macht, aber das geht eben momentan nicht. Ja, da sammeln sich ja die meisten Leute in solchen Bereichen und das soll eben unterbunden werden. Und Friseure durch diesen Mindestabstand, der zum Beispiel bei Tischen gegeben ist, aber da zu Verständnis? Also Friseure ist auch so ein Thema. Also ich brauche keinen mehr. Bei mir ist das nicht mehr das Thema, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das auch zur Lebensqualität und zum Beispiel von unseren Damen gehört. Und das ein bisschen Wohlfühlen muss man sich ja auch. Wie geht's Holger Kelch? Also dem geht's gut. Wir haben gerade telefoniert. Fakt ist eins, er ist negativ, also nicht positiv getestet, sondern also wenn er positiv wäre, würde ich auch heute hier nicht stehen, Dr. Bodermann wahrscheinlich auch nicht, dann wären wir schon in Quarantäne und müssten warten, wie das jetzt mit uns weitergeht. Also er ist sozusagen negativ, also heutzutage sagt man ja im Corona-Sinne negativ, ansonsten positiver Mensch und Oberbürgermeister und bereitet sich auf seine zweite, nee, auch die wird er jedenfalls auf die Augen-OP vor. Das steht ja auch noch an. Ja. So, weitere Fragen schon in diesem Zusammenhang? Die Buchhandlung hat auch auf, ist offenbar, weil ich eigentlich auch. Das wird morgen wahrscheinlich anders sein. Vermutlich ein Lebensmittel. Also, vielleicht fällt das noch in Ihren Bereich. Wir hatten ja heute das Thema, da LKW-Stau sehen wir ja gerade. Da gibt es jetzt Überlegungen, beziehungsweise schon Gespräche, ob man da jetzt was macht. Lkw-Fahrer an der Strecke zu versorgen und so weiter. Gibt es da was? Wir haben gestern schon das THW hinzugezogen und die Sanitätsdienste, dass dort Versorgung passiert. Da sind ja Lkw-Fahrerinnen und Fahrer über 24 Stunden ohne Versorgung gewesen.
Das ist schon passiert. Heute gibt es um 13 Uhr noch eine Telefonkonferenz mit dem Verkehrsministerium. Da geht es ganz klar darum, die B169 wieder aufzumachen für LKWs in dieser Situation, damit dort mal sozusagen Ziel- und Quellverkehre auch woanders langfahren können, als sie jetzt langfahren müssen. Einfach um eine Entspannung zu sorgen. Da wird es dann wieder einige geben, die dann in Klein-Osnick oder irgendwo wohnen, wo es dann wieder laut wird. Aber da kann man jetzt nicht unbedingt alles berücksichtigen. Wir müssen dort die Entspannung bringen und ich glaube, das wird heute verabredet noch. Gut, dann. Auch einen wunderschönen guten Tag von mir. Sie wissen ja, wir haben seit Freitag alle planbaren Eingriffe abgesagt. Wir laufen sozusagen jetzt im Moment so ein bisschen leer, das Klinikum. Wir haben derzeit, Stand heute Morgen, noch 680 Patienten und werden sukzessive über die Woche alle Patienten entlassen, die wir entlassen können. Wobei es auch unter der jetzigen Situation nicht so ist, dass wir die Patienten rauswerfen aus dem Krankenhaus, sondern wir gucken natürlich schon, dass wir hier eine geordnete Nachversorgung bekommen. Wir nutzen im Moment die Zeit, um unsere Mitarbeiter vorzubereiten, das heißt zu schulen. Wir schulen insbesondere Mitarbeiter aus Nicht-Intensivbereichen auf die Medizingeräte in den Intensivbereichen, um dort das Personal aufstocken zu können und bereiten uns intensiv auf die kommenden Wochen vor. Das so als mein Eingangsstatement. Fragen? Wie ist das jetzt genau mit den Tests? Also das CDK testet, das Privatlabor testet. Wie viele Tests können am Tag hier im Cottbus am Standort durchgeführt werden? Also wir haben in unserem Labor derzeit die Kapazität von 150 Tests, die wir durchführen können. Wir haben allerdings diese 150 nicht auf die nächsten Monate, sondern wir sprechen hier von einer Woche, was wir noch an Testkits haben. Wir sind im Moment dabei, das Verfahren umzustellen. Wir haben im Moment ein halbautomatisiertes Verfahren. Wir gehen wieder auf manuell. Das bedeutet aber pro Test eine MTA. Das heißt, eine Kraft, quasi eine Arbeitskraft, die den Test durchführt. Insofern ist es wahnsinnig personalintensiv und dauert dann auch länger. Derzeit dauert ein Test so 3,5 Stunden, in Anführungszeichen Schnelltest. Und wenn wir auf das andere Verfahren umstellen, dann dauert ein Test 8 Stunden. Sie testen nicht mehr für Senftenberg, ist das richtig? Wir testen grundsätzlich erstmal für Cottbus und wir testen nur Patienten, die vom Gesundheitsamt uns anempfohlen sind. Das heißt, die Kriterien auch tatsächlich erfüllen. Wir haben die Tests eingeschränkt. Wir versorgen die Krankenhäuser weiter, aber wir testen nicht für Praxen. Weil wir hatten dann teilweise 40 bis 50 Proben aus einer Praxis und das können wir einfach nicht mehr bewältigen. Und wir haben als erstes mal die Aufgabe, das CTK zu versorgen. Das heißt, wir müssen auch unsere Mitarbeiter abstreichen können und insbesondere auch die Menschen, die aus Cottbus zu uns kommen. Ich kann nochmal erläutern, wie sich die Personalsituation auch bei Ihnen jetzt darstellt, weil ich glaube, auch viele Ihrer Mitarbeiter und Pflegekräfte haben ja auch alle Kinder und gehören ja zu den krisen Infrastrukturen. Mhm. Ja, also wir gehen mit dem Instrument sehr, sehr restriktiv um, was die Notbetreuung in den Kitas betrifft, weil eigentlich geht es ja darum, die auf null runterzufahren. Wir nutzen es dann, wenn wirklich tatsächlich beide Elternteile in einem sogenannten Betrieb der kritischen Infrastruktur sind. Wir versuchen allerdings weitgehend zu flexibilisieren. Das heißt, wenn der Mann tagsüber arbeitet, dass wir anbieten, okay, die Krankenschwester bei uns kommt dann eben nur zum Spätdienst oder macht dann Nachtdienst für eine bestimmte Zeit, dass wir das dann so hinbekommen. Also wir wollen einfach einen Automatismus vermeiden, dass in dem Moment, wenn ich im Krankenhaus arbeite, habe ich dann einen Schein und dann kann ich mein Kind auch abgeben. Weil Herr Bergner hat es ja schon gesagt, infektiologisch, epidemiologisch ist im Moment immer noch das Thema Eindämmung angesagt, also Containment. Bedeutet ganz konkret Vermeidung von sozialen Kontakten und dazu gehören auch Notkitas. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall. Robert? Also ich sollte noch was sagen, genau, ich sollte noch was sagen zum Thema Finanzierung.
Derzeit ist es ja so, dadurch, dass wir keine planbaren Eingriffe mehr haben, werden wir massive Erlösausfälle haben. Sie können sozusagen sagen, 60-70% unseres Umsatzes generieren wir mit Patienten, die elektiv zu uns kommen, also die planbar sind. Bedeutet ganz konkret, uns fehlt Erlös, wir brauchen Liquidität. Das ist adressiert an die Bundesregierung. Gestern gab es ein Spitzengespräch zwischen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Bundesgesundheitsminister. Dort wurde zugesagt, dass es diese Woche noch ein Gesetz geben wird zur finanziellen Unterstützung der Krankenhäuser. Sprich kurzfristige Hilfen im Sinne von Liquidität, aber auch mittelfristige Hilfen. Wir rechnen ja damit, dass wir nicht in 4 Wochen über den Berg sind, sondern dass dieser Zustand gegebenenfalls mehrere Monate andauern wird. Und insofern sind wir da ganz froh, dass die Politik tatsächlich erkannt hat, hier ist Handlungsbedarf. Und aus unserer Sicht muss man auch sagen, hier im Land, das Ministerium, das für uns zuständig ist, das Sozialministerium, arbeitet hervorragend. Alles, was wir bisher adressiert haben an das Land, ist angekommen, ist in Bearbeitung. Das kann man natürlich nicht innerhalb von 1 oder 2 Tagen umsetzen. Das muss allen klar sein. Alle Krankenhäuser brauchen persönliche Schutzausrüstung. Wir brauchen zusätzliche Beatmungsmöglichkeiten, sprich Beatmungsgeräte. Aber das ist alles in Arbeit und ist auf einem guten Weg. Sie können es mal ausrechnen, wir haben einen Jahresumsatz von 240 Millionen Euro. Und dann ist es ein einfacher Dreisatz. Gut, die 3 Sätze sind durch. Die 3 Sätze sind durch, danke. Oder gab es noch Fragen? Ich will es nicht abbringen, aber es scheint mir nicht der Fall zu sein. Ja, Robert Fischer noch schnell zu Kurzbusverkehr. Ja? Oder? Ja, hallo. Also bei uns ist es so, bei Kurzbusverkehr, dass wir ab morgen weitestgehend unseren Straßenbahnfahrplan anpassen werden. Das heißt, wir werden dort nicht mehr in den gewohnten Taktreihenfolgen fahren. Auf der Linie 1 wird gar keine Straßenbahn fahren. Da wird der Ersatzverkehr zwischen Möwitz-Anger und der Stadthalle im 30-Minuten-Takt verkehren und alle anderen Straßenbahnen der Linien 2, 3 und 4 im 20-Minuten-Takt. Der Grund liegt einfach darin, dass wir zum einen natürlich auch deutlich weniger Bedarf feststellen, der einfach vorhanden ist, dadurch, dass das Leben in der Stadt ein bisschen runtergefahren wird. Zum anderen aber natürlich auch, dass wir schauen müssen, wie wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend planen können, weil da ist es eben auch so, dass nicht alle, beide Elternteile in der kritischen Infrastruktur arbeiten und dementsprechend einen Anspruch auf eine Kinderbetreuung hätten. Da müssen wir natürlich drauf gucken und zum anderen natürlich auch, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, flexibel gewisse Dienste zu gestalten. Und diese Fahrplanänderungen gelten jetzt erstmal bis einschließlich Sonntag. Wie es in der kommenden Woche weitergeht, werden wir sehen, ob wir da auch eventuell Änderungen im Busbereich vornehmen müssen oder vornehmen werden. Das hängt maßgeblich natürlich auch davon ab, wie sich jetzt diese ganze Situation eben auch mit den Schulen und Kitas entwickelt, also wie da die tatsächlichen Bedarfe sind. Wir haben heute den ersten Tag, wir haben teilweise Einrichtungen, die 3 Kinder betreuen. Da muss jetzt nicht unbedingt der Schulbus kommen. Und dementsprechend werden wir das einfach in den nächsten Tagen beobachten und dann gegebenenfalls zum Start der kommenden Woche da weitere Anpassungen vornehmen. Darüber hinaus müssen wir natürlich auch gucken, dass wir da die sozialen, das Vermeiden von Sozialkontakten in unseren Kundenzentren hinbekommen, so gut es geht. Unser Kundenzentrum ist nach wie vor geöffnet mit reduzierten Öffnungszeiten, das heißt von 8 bis 15:30 Uhr im Moment nur. Und wir haben dort auch verschiedene Vorkehrungen getroffen. Das heißt, zum Beispiel wird ein Schalter wird nicht besetzt, dass um ein bisschen mehr Abstand zwischen den Kunden und unseren Mitarbeitern zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich sehr, sehr wünschenswert, wenn Fahrgäste und Kunden ihre Anfragen eher per Telefon und E-Mail an uns richten, einfach auch da, um da weiterhin eben den Hinweisen und Empfehlungen nachzukommen, dass so weit wie möglich jeder Kontakt da einzuschränken ist. Und die dritte Information, die von Interesse ist und die wir auch jetzt im Verbund besprochen haben, ist der Umgang mit den Semestertickets für die Studenten, die natürlich auch teilweise auf den ÖPNV angewiesen sind. Dadurch, dass die Universitäten momentan geschlossen sind, können natürlich die wenigsten Studenten nur ihre Semestertickets erneuern oder eben diesen neuen Aufdruck auf die Karte machen. Da gibt es eine Regelung, die sieht vor, dass wir auf jeden Fall bis zum Ende des Monats April da Kulanz
walten lassen bei etwaigen Kontrollen. Und zum anderen ist es so, dass wenn Studenten noch keine Karte haben oder die Karte verloren haben, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, sich mit einer Immatrikulationsbescheinigung, so denn vorhanden, und dem Personalausweis entsprechend auszuweisen und da die Berechtigung zur Nutzung des ÖPNV nachzuweisen. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass die Studierenden sich bei uns eine Zeitkarte, also beispielsweise eine Monatskarte, kaufen können. Und sobald dann der Nachweis über den Studentenstatus vorliegt, kann das auch dann wieder erstattet werden, logischerweise. So, dass dieses Vorgehen ist für die Studenten wahrscheinlich am sinnvollsten. Das ist auch mit der BTU bereits besprochen und dementsprechend werden die Studierenden darüber jetzt informiert. Die Maßnahme in den Bussen haben funktioniert bisher? Das hat bisher funktioniert. Nicht nur das, sondern auch, dass wir grundsätzlich alle Türen öffnen. Also bis auf im Busbereich die erste Tür, die bleibt geschlossen, einfach um zu verhindern, dass die Leute da alle das Knöpfchen drücken müssen. Und bisher bewährt sich das. Momentan können wir auch sagen, dass alle Fahrgäste sehr, sehr verständnisvoll darauf reagieren. Es gibt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gewisses Gefühl von Sicherheit und das ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Maßnahme gewesen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch, sind wir uns darüber im Klaren, dass auch das, darüber gab es Hinweise, dass es gewisse Beschwerden darüber gab, dass man jetzt kein Ticket mehr beim Busfahrer kaufen kann und wir nicht an jeder Haltestelle einen Automaten hätten. Da würde ich einfach darum bitten, dass man dann so ehrlich ist und vielleicht an einer anderen Haltestelle oder beim Umstieg dann das Ticket erwirbt. Wir haben auch schon am Wochenende jetzt flexible Lösungen erlebt. Da hat der Busfahrer dann mal 2 Minuten länger gewartet an der Haltestelle, an einer Unterwegshaltestelle. Da konnte sich ein Ticket gekauft werden. Unabhängig davon ist das auf jeden Fall eine Maßnahme, die jetzt nicht verhindern soll, dass da irgendwer nicht mitfahren kann, weil er gerade kein Ticket hat. So ehrlich müssen wir dann sein, dass wir das natürlich alles nicht verhindern können. Und natürlich soll auch keiner stehen gelassen werden.